Hallo und herzlich willkommen zum dritten Fenster des Arbeitsblattes der Polynomdivision. In den beiden vorigen Videos haben wir die Division durch eine zweistellige Zahl uns näher angesehen und auch den Algorithmus dazu durchstudiert. Genau diesen Algorithmus benötigen wir nämlich für die Polynomdivision. Ziel dieses Videos ist es, den Algorithmus der Polynomdivision näher zu verstehen. Wir werden dafür das Polynom 8x hoch 3 minus 18x² plus 7x plus 3 durch das Polynom 4x plus 1 dividieren. Vielleicht hast du ja selbst schon einmal irgendwo in der Schule oder sonst wo eine Polynomdivision gemacht und dies gelernt und möchtest dies nun selbst probieren. Nimm dir einen Zettel zur Hand und probiere dies. Pausiere dafür kurz das Video. Als erstes nimmt man bei einer Polynomdivision den Summanden mit der Größenpotenz des ersten Polynoms, also 8x hoch 3, und dividiert den durch den Summanden mit der höchsten Potenz des zweiten Polynoms, dividiert durch 4x. 8 durch 4 ist 2 und x hoch 3 durch x ist x hoch 2. Dieser entstandene Quotient wird hinter das ist gleich geschrieben. Als nächsten Schritt nehmen wir das Polynom, durch das wir dividieren, 4x plus 1, und multiplizieren dieses mit 2x². 2 mal 4 ist 8 und x² mal x ergibt x hoch 3 plus 2x². Dieser neu entstandene Term wird entsprechend den Exponenten unter das erste Polynom geschrieben. Also kommt x hoch 3 unter x hoch 3, in unserem Fall 8x hoch 3, und auch die x² unter x², in unserem Fall plus 2x². Nun subtrahieren wir die untere Zeile von der oberen. 8x hoch 3 minus 8x hoch 3 ist 0. Und minus 18x² minus 2 weitere ergibt minus 20x². Die restlichen beiden Summanden werden einfach herabgeschrieben. Und nun beginnt das Spielchen von vorne. Wenn du es selbst probieren willst, pausiere vielleicht kurz das Video und mache es auch selbst. Wir nehmen die minus 20x² und dividieren diese durch 4x. Minus 20 durch plus 4 ergibt minus 5 und x² durch x ist minus 5x. Dieser Quotient wird wieder oben dazu geschrieben. Minus 5x. Wir nehmen wieder die 4x plus 1 und multiplizieren diese mit minus 5x. Minus 5x mal 4x ergibt minus 20x². Minus 5x ergibt es, wenn man plus 1 mal minus 5x multipliziert. Wir schreiben dieses wieder oben dazu. Minus 20x² minus 5x und subtrahieren dieses von der oberen Zeile. Minus und Minus ergibt Plus, somit fallen die minus 20x² weg. Plus 7x minus minus 5x ist plus 7x plus 5x ergibt plus 12x. Und die plus 3 werden wie zuvor heruntergeschrieben. Nun dividieren wir die 12x durch die 4x und erhalten genau 3. Schreiben oben plus 3 dazu. Wir multiplizieren wieder 4x plus 1 mit 3 und erhalten 12x plus 3. Dieser Term wird wieder darunter geschrieben, plus 12x plus 3. Und wir ziehen ihn von der oberen Zeile ab und erhalten 0 Rest. Auf deinem Arbeitsblatt findest du
den Rechenweg und die Lösung schön aufgeschrieben noch einmal. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und studiere dieses doch noch einmal etwas durch.